1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Grüne und SPD haben sich nach wochenlangem Tauziehen um Stuttgart 21 auf einen Volksentscheid geeinigt. Dies gaben Verhandlungsführer Winfried Kretschmann, Grüne, und Nils Schmid, SPD, am Mittwoch nach einer weiteren Runde der Koalitionsverhandlungen bekannt. Doch auch nach der Einigung bleiben Fragen offen. Der Streit um Stuttgart 21 hatte in den letzten Wochen nicht nur auf der Straße für erhitzte Gemüter gesorgt. Gegner des Bahnprojekts hatten gar in der SPD, dem Wunschkoalitionspartner der Grünen, ein neues Feindbild gefunden. Zu Beginn der Koalitionsverhandlungen nach den Wahlen noch große Euphorie, ein historischer Machtwechsel plötzlich in greifbarer Nähe. Das ist doch fast eine Liebesheirat. Zur Zerreißprobe wird gar nichts führen. Wir werden die Koalitionsverhandlungen erfolgreich zu Ende führen. Daran kann gar kein Zweifel bestehen. Danach folgte aber ein wochenlanges Tauziehen und Streit um Stuttgart 21. Jetzt ist sich Grün-Rot aber einig. Ein Volksentscheid soll über die Zukunft des Hauptbahnhofs entscheiden. Grüne und SPD wollen sich in jedem Fall an das Ergebnis halten. Die Verhandlungsführer Winfried Kretschmann und Nils Schmid einigten sich zudem auf die finanzielle Obergrenze von 4,5 Milliarden Euro für das Bahnprojekt. An eventuellen Mehrkosten werde sich das Land nicht beteiligen. Der für Sommer angesetzten Stresstest soll Klarheit über den finanziellen Aufwand schaffen. Ein Drittel aller Wahlberechtigten müssten bei einem Volksentscheid die einfache Mehrheit stellen, um das Bahnprojekt in Gefahr zu bringen. Das entspricht rund 2,5 Millionen Bürger im Land. Diese hohen Anforderungen wollen Grüne und SPD jetzt senken. Dazu brauchen sie aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und damit die Hilfe der CDU. Zuvor hatte sich SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedl deutlich gegen eine Verfassungsänderung ausgesprochen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke nennt die Einigung einen Burgfrieden, denn, so glaubt er, die Grünen würden auch weiterhin alles tun, um das Bahnprojekt zu beerdigen. Und auch in den Reihen der Grünen gibt es Uneinigkeit. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will das Ergebnis des Volksentscheids nicht in jedem Fall akzeptieren. Der Generalsekretär der Landes-CDU, Thomas Strobel, soll Nachfolger vom CDU-Landeschef Stefan Mappus werden. Strobel erklärte nach der Basiskonferenz in Sindelfingen, er wolle mit Fraktionschef Peter Haug eine Doppelspitze bilden. Haug hingegen verzichtete auf die Kandidatur, begrüßte Strobel aber als bundespolitisch erfahrenen Landeschef. Die Wahl soll aber nicht, wie geplant, am 7. Mai erfolgen, sondern deutlich später. Das Universitätsklinikum Tübingen, UKT, hat jetzt den modernsten Operationssaal in Europa eröffnet. Das Besondere, ein integrierter beweglicher Magnetresonanztomograph. Dieser kann während einer Operation am Patienten eingesetzt werden. So können beispielsweise Gehirn-OPs präziser durchgeführt werden, so der ärztliche Leiter der Neurochirurgie, Prof. Dr. Tatagiba. Das bedeutet für Patienten ein erheblich geringeres Operationsrisiko. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 5 Millionen Euro, die zum Großteil vom Land getragen werden. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bleibt Rathauschef der Universitätsstadt. Am Mittwochabend bereitete er den Gerüchten ein Ende, er wolle Landesverkehrsminister in der künftigen Regierung werden. Der dpa sagte Palmer, er habe sich schon direkt nach der Wahl für Tübingen entschieden. Während den grün-roten Koalitionsverhandlungen hatte er für die Grünen an den Verhandlungen zu Stuttgart 21 teilgenommen. Landwirte aus der Region haben gestern in Römerstein im Kreis Reutlingen-Echtalb-Verträge unterzeichnet. Damit erhalten sie eine Abnahmegarantie ihrer Erzeugnisse zu fairen Preisen. Sie selbst müssen dafür garantieren, dass die Zutaten für ihre Produkte mindestens zu 90% aus der Region Schwäbische Alb stammen. Denn das Echtalb-Siegel steht für regionale Qualität bei heimischer, naturverträglicher und nachhaltiger Produktion. Bereits Echtalb-Vertreter sind unter anderem Alpgold-Teigwaren und die Bäckerei-Konditorei Bäcker Beck. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.